Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin auf dem Weg nach Indonesien, also daher kommt keine Gratulation. Und ich wollte CS Ranking spielen, aber irgendwie finde ich keine Leute. Deswegen spiele ich jetzt das BR Ranking und hoffe, dass ich da jetzt in der Meister League reinkomme. Ich bin noch in der heroischen Liga. Also dann viel Spaß. So, ich werde mal wieder als Favorit gehandelt. Ich denke mal, es ist bestimmt kein richtiger Spieler. Das sind wahrscheinlich alles NPCs wieder. Das werden wir gleich sehen. So, erst einmal F1 meine Maus freischalten, in der Map schauen, wo es die guten Waren sind. Das ist immer der blaue Kreis. Wenn man mit vielen Spielern spielt, sind da auch viele Spieler. Aber wenn man mit NPC spielt, die springen hier einfach überall ab. Immer so alle paar Sekunden oder so, keine Ahnung. Manche landen auf dem Dach, wissen nicht, wie sie vom Dach runterkommen, weil sie nicht runterspringen. Oh, das habe ich beinahe den Absprung verpasst. So, der Absprung ist so zwischen 600 und 500. Dann schauen wir gleich mal, wo hier schöne Sachen sind. Sieht man hier die Truhe? Fangen wir hier mit. Ne, wir fangen hinten an. Doch, erstmal hier vorne. Erstmal, dass wir etwas zum Schießen haben. Falls doch einer kommt. Okay, zwei Waffen habe ich. Seit dem neuen Patch gibt es so einen Hinweis immer, wo was ist, was man gebrauchen kann. Da machst du einmal Böb, dann kriegst du so eine Information. Ich brauche auf jeden Fall eine Tasche. Oh, die möchte ich haben. Die tausche ich. Ich finde, das ist die beste Nahkampfwaffe. Maus freigeben mit F1. So. Upsa, falscher Knopf gedrückt. Ich brauche einen Rucksack. Mensch, wo ist denn hier ein Rucksack? Doch nicht. Gibt es hier keinen Rucksack? Also ich habe schon eine sehr gute Rüstung. Eine bessere ist natürlich mit 4-4. Aber das findet man wirklich sehr selten. Entweder muss man das aufwerten oder man kauft sich dies. Ah, da, besserer Rucksack. Level 2. Ich werde mal schnell hier gucken, was man hier vielleicht kaufen kann. Das ist 3-3, die habe ich. Oh, Level 3 Rucksack. Gekauft. Das ist umsonst. Das ist umsonst. Das ist umsonst. Und das ist umsonst. Nehmen wir die schon mal mit. Hab zwar noch nicht mein
Scharfschützengewehr, was ich haben möchte. Ich nehme mal gerne das SKS. Ich habe da auch gerade einen Skin drauf. Mit dem Skin kann ich besser, nicht besser schießen. Der macht nur mehr Schaden. Die Genauigkeit ist weniger. Also ich schieße nicht mehr so genau mit meiner, mit der SKS. So, nehmen wir mal kurz das Fahrzeug. Da war ein Pilz. So. Da ist die Truhe. Oh, da, Level 4. Ich habe 800. Kaufen wir. Okay. Da liegt sie. Die Nahkampfwaffe habe ich schon. Oh, hier ist ein Scharfschützengewehr. Das ist das G36, glaube ich, was ich habe. Ja. Dich auch ganz gut. Ist halt auf mittlere Instanz sehr gut. Zum Ende hin sehr gut. Da muss ich halt die ganze Zeit ein bisschen aufpassen. So. Ohne Waffe kann ich schnell laufen. Schaffe ich das noch? Kriege ich den zweiten vielleicht auch noch hin, oder? Die Wand ist aber schnell unterwegs. Da muss wahrscheinlich eine ganz schöne Ecke sein. Ja. Ja, die schaffe ich nicht mehr. Nein! Und jetzt ist auch noch Luftangriff. Ich habe mein Auto nicht mitgenommen. Holy shit. Da ist ein Auto. Schnapp ich das Auto? Da muss ich nur einmal drehen, krieg ein bisschen Schaden, aber bin ich schneller unterwegs. Und ich hoffe nicht, dass ich abgeschossen werde von dem Luftangriff. Da ist einer. Wollt ihr mal umfahren? Ach, genau dran vor. Scheiße. Okay. Erste Kill haben wir. Das war gerade ein NPC. Oh, da aufwerten. Ich kann nichts auf. Doch. Mein Helm kann ich da aufwerten. Da, 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 da. Oh, ich habe meine Rüstung auf 5 aufgewertet. Geht das? Da komme ich nicht hin. Da ist ein Pilz, den nehmen wir noch mit. Dann habe ich meine EP-Leiste auch voll. Schau mal, ob die Quest, ob ich die Quest noch machen kann. Ach, das war gar kein. Das war gar nicht die Quest. Mensch.
Also ich könnte noch einen besseren Helm haben. Und eigentlich eine Fernkampfwaffe wäre auch noch besser gewesen. Ich habe ja nur G36, so eine Mitteldistanzwaffe. Gibt es noch 13 Kämpfer mit mir? Da ist einer. Überraschen wir den mal von hinten oder die. Anschleichen. Oh, da hinten ist einer. Ist tot? Wie? Aber ich habe keinen Kill gekriegt. Oh, da. Double kill. Ja. Triple kill. Also hier wäre jetzt gerade noch ein Scharfschützengewehr sehr gut. Es sind noch 8 Leute da. Hier unten sind auf jeden Fall 2, da ist einer. Quadra kill. Killing spree. Yeah. Also ab zur nächsten Runde. Erst noch mal schauen, wie viel PPs ich gekriegt habe. 23 ist okay. Beherrscher. Nur ein Beherrscher. Na gut, dann bis gleich. Und die nächste Runde. Ich gehe mal wieder davon aus, dass hier kein Spieler drin ist. Nur NPCs. Battle Royale. Battle in style. Da markieren wir erstmal wieder den Punkt. Ach, der ist genau da. Brauchen wir gar nicht markieren. Wir sind ja schon am Punkt. Oh, hier sind 3 andere. Sind hier vielleicht doch Spieler unterwegs? Da hinten ist die Truhe an der Kreuzung, die ist auch nicht mehr in dem blauen Bereich. Das wird jetzt ein bisschen kriminell. Mit 4 NPCs. Also es könnte jede Minute passieren, dass hier ein NPC um die Ecke kommt. Auch ein Scharfschützengewehr? Nee.
Also sieht man, dass es ein NPC ist, weil der hat keine Munition gehabt. Die NPCs starten nicht mit einer Munition. Das sind Fern. Ach Mensch. Dann immer die Fernwaffe, das Scharfschützengewehr. Ach Mensch, was war ich denn da voll verzogen? Kill. Erstmal allem nachladen. Da ist noch ein NPC. Der weiß nicht wohin. Quadra kill. Das werden wir jetzt sehen, der hat nämlich keine Munition, der hat wahrscheinlich nur die Waffe gehabt. Das ist die Scar. Also er schießt auch ohne Munition, der NPC. Oh, hier ist so viel. Oh Mensch. Oh, ich muss weg hier. Ich bin noch nicht mal richtig ausgerüstet. Probier das noch schnell mitzunehmen, die Truhe. Okay. Habe ich schon mal ein bisschen bessere Rüstung. Da vorne ist was gelandet, das werden wir uns schnappen. Da ist noch ein NPC wahrscheinlich. Dominating. Ich würde nochmal nachschauen, aber ich gehe davon aus, dass es ein NPC war. Deswegen lasse ich ihn da einfach liegen. Weil der wahrscheinlich sowieso nur die Waffe hat. Oh, das ist eine bessere Rüstung, aber egal. Ich habe da so eine Truhe. Die hat wahrscheinlich bessere Sachen. Jawohl. So, keine bessere Rüstung. Fahren wir hier einmal kurz rüber. Nehmen eine kleine Abkürzung. Wo sie endet, das sieht man immer schön auf der Karte, das ist der gelbe Strich. Also hier endet er dann. Sieht hier schön den gelben Strich. Oh oh. Ich könnte abspringen, aber ob ich hier gut liege? Ich denke nicht. Schnell reinrennen. Ich glaube, das ist ein Spieler, kein NPC. Wieder mal die Sachen einsammeln.
Da ist eine Rüstung. Zwei Rüstung habe ich schon. Schrotflinte brauche ich auch nicht. Also es ist ein Spieler hier dabei. Schrotflinte. Oh. Da ist ein Pilz, will ich den noch schnell mitnehmen? Hier sind drei Geschäfte. Okay, der eine wurde abgeworfen. Bei den Scharfschützengewehr, was ich habe, ist der Nachteil, ich kann immer nur einen Schuss abfeuern und dann muss ich nicht nachladen. Sondern die Patrone rauswerfen. Also ich muss eigentlich mit denen immer treffen. Macht zwar richtig viel Schaden. Aber für den Kampf ist er eigentlich nicht so geeignet. Übrigens, ich habe eine neue Hose. Schön, oder? Also Scharfschützengewehr brauche ich jetzt nicht mehr, deswegen werde ich das jetzt hier abgeben und einmal tauschen. Und ich werde jetzt die Munition mal von Scharfschützengewehr rausschmeißen, damit ich mehr Platz habe. Ist er noch so weit weg?
Rage. Fünf, falschen Knopf. Killing spree. Noch drei Leute da. Ich muss mich mal kurz reparieren. Okay, da schießt einer. Jawohl. So, dann war es das erste Video. Wo ich in Urlaub bin. Viel Spaß bei den nächsten 2 Wochen. Wird immer so weitergehen. Tschüss.